Unsere WBF. Ja, der hat komischerweise jetzt Luftanhänge, die er sonst nie hatte. Greift mir die Welt an, was er sonst auch nicht so oft gemacht hat. Ne, das machen die schön. Ja. Die Panzer sind ziemlich kacke. Das ist die Cobra. Komm, gib, gib, gib. Anscheinend haben wir alle Cobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. Ja, wir haben jetzt den Vorteil, dass er immer noch so einen schnellen Zug schickt, auch wenn da gerade die scheiß Marodeure wiederkommen. Und der schnelle Zug hat ja keine Verteidigung bei sich, das heißt, den dürfen wir jetzt schnell weggeballert kriegen, bevor die Marodeure hier ankommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das sieht doch gut aus. Gucken wir mal, dass wir schnell unten wegkommen. Fahren ja zum Glück anscheinend ein bisschen schneller als die. Und geht hier hoch, 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 hoch. Ja, holt euch den. Mussten wir ein Opfer bringen dafür, dass wir uns in Ruhe lassen. Jetzt haben wir hier nur so viele rumstehen. Was machen wir denn damit? Bauen wir mal einen Bunker, falls er wieder mit dem Flieger ankommt. So, schnell die Ressourcen noch einsacken, auch wenn wir die wahrscheinlich brauchen. Ja, und dann dürfen wir auf den nächsten Zug warten. Während hier der Bunker hochgezogen wird. Und dann machen wir danach mal Raketentürme, wollte ich sagen, aber geht ja nicht. Oh, du mal so ein Ding. Und die geht da rein. Wo ist jetzt der WBF? Der repariert das schon wieder fleißig. Ja, die rennen hier immer noch rum. Die sind sogar aufgerüstet. Mit Level 2 Upgrades, die wir noch gar nicht haben. Und ihr dürftet da eigentlich ganz sicher sein. Komm, machen wir noch einen Bunker. Wir haben ja eh die Kohle, die wir nicht brauchen. Dann machen wir hier so zwei von den Türmchen. Die dürften eigentlich ordentlich Reichweite haben. Und da kommt ein Zug. Das ist wieder ein schneller. Gerade jetzt kommen die Marodeure wieder, das ist perfektes Timing. Positionier die mal hier unten. Und hoffe, dass die Marodeure mir schon. Ja, die in Ruhe lassen. Ansonsten muss ich die wohl killen. Ja, die kommen genau hier lang, das war klar. Kill mir die halt. Fehlt uns noch ein Zug, die Marodeure stören nicht mehr, hätten damit den Erfolg bekommen. Ja, und dann ballern wir den Rest, den wir haben, noch in so eine Dinger und in so eine. Und dann haben wir kaum noch Ressourcen. Das heißt, wir brauchen einfach noch ein paar Raketentürme, die wir nicht mehr brauchen. So. Das ist ja für die Mission alles verbraucht, was wir hatten. Oder nee, komm, lass das mal. Wir verwenden das für die Reparatur. Falls wir es noch brauchen. Und die Mission läuft noch genau 1 Minute 15 Sekunden. Dann werden wir uns komplett auf den Zug stürzen, werden uns den holen und haben dann, ja, eine weitere Mission beendet in diesem tollen Spiel. Und die werden reparieren. Ach, da brauchen wir anscheinend Gas. Dann brechen wir mal einen davon ab. Weil ein paar Feuerreparierte bringen uns mehr als ein neuer. Zack, 25 Stück. Mit den Marines vom Anfang, die wir eigentlich auch nicht brauchen.
Und du darfst hier mal angreifen. Oh, wir haben Besuch. Ja, den scheiß Helikopter mal hier rüberziehen. Und das ist kaputt. Haben trotzdem einen, nee, zwei Einheiten verloren. Ich glaube, einen Cobra und Marine. Da kommt der Spieler. Ja, Marines Only bringt ihm auch nicht viel. Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Wir sollten also aufpassen. Jetzt will er es nochmal wissen. Schickt hier richtig viele Panzer mit und Goliaths, sogar die Spartans, die wir noch nicht haben. Aber das schießen wir ihm auch weg. Und da kommt diese scheiß Rakete. Deshalb separieren wir den einen mal. Der kann ruhig verrecken. Ja, und das war's. GG. Sir, wir orten elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Artikel 23-46 online. System einsatzbereit. Neu-Gettysburg Verteidigungsinitiative. Zugangscode eingeben. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Liga. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wieder haben wollten? Ja, gewonnen. Eindeutig. Fast 30 Minuten für diese Scheiße. Ja, die Erfolge habe ich geklärt, die habe ich erklärt. Haben alles gefunden. Einen Zug verpasst leider. Ja. Und ich klicke mal auf Fortfahren und wir sehen wahrscheinlich wieder eine Cutscene. Nach der Ladezeit natürlich. Sir, der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Benutzer identifiziert. Raymond, James, Ex-Marsch, Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Sünde von Korhat. Status kriminell. Genug von mir, Süße. Was schlummert sonst noch in deinem künstlichen Schädel? Benutzerstatus Kriminelle. Zugriff verweigert. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden ja sehen. Ja, wissen wir, was wir zu tun haben. Wir sollen den Adjutanten zum Reden bringen. Haben neue Forschungen. Die kreiben wir uns noch für heute. Und zwar Zergforschung. Da ist eine ganz, ja, halbwegs ordentlich bei. Kommandozentralen können mit der Zwillingskanone ausgestattet werden. Dann können die nämlich auch schießen. Das ist aber nicht das, was ich meine. Und zwar der Entfernungsturm. Der ist außerhalb vom Kampf unsichtbar und hat halt Flammenwerfer. Wir sehen ihn jetzt hier mal im Preview. Der ist manchmal ganz praktisch, das nehmen wir den mal. Ja, was war's denn für die Forschung? Ich weiß nicht, was wir nächste Mal weitermachen. Ich glaube, der Planet heißt 13 oder so. Falls der jetzt bei ist. Ne, Xil. Xil heißt der. Was ist das? Ne, wir machen beim nächsten Mal mit Xil weiter. Da bin ich mir sicher, weil es ist die Mission, auf die ich hinaus wollte. Ja, das heißt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn wir auf Xil, ja, gegen die Feinde antreten. Ich sag noch nicht gegen welche. Also seit nächsten Dienstag wahrscheinlich wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play StarCraft 2 mit Riven. Bis dann, Leute.